Der Automauer erreicht sein Ziel, indem er an einem Kabel langfährt, das in der Erde vergraben ist. Die Spur, die man hier sieht, die hat er heute Morgen gemacht. Da war noch etwas Tau im Gras, deswegen sieht man die jetzt besonders deutlich. Aber auch nach ein paar Stunden ist diese Spur immer noch zu erkennen. Und wenn er jetzt immer wieder über diese selbe Spur fährt, immer direkt an diesem Suchkabel entlang, dann hinterlässt er natürlich eine deutlich sichtbare Spur im Rasen. Husqvarna hat sich da allerdings etwas ausgedacht, nämlich die sogenannte Breite des Korridors. Die kann man in den Einstellungen, kann man diese Breite ändern. Und wenn man da einen Wert größer 0 eingibt, dann fährt der Automauer eben nicht direkt auf dem Kabel, sondern einen halben, anderthalb Meter neben dem Kabel. Und zwar wechselt er den Abstand immer wieder und es kommt nicht zur Spurbildung. Allerdings darf der Mäher nicht überall so weit vom Suchkabel entfernt fahren. Bei uns ist das insbesondere die Überfahrt zum vorderen Stück. Da muss er sich relativ dicht an das Suchkabel halten, weil er sonst mit Hindernissen kollidiert. Definitionsgemäß fährt der Mäher immer, wenn man zur Ladestation guckt, links vom Suchkabel. Also der Korridor geht von der eingestellten Breite bis zum Suchkabel links vom Suchkabel. Wir haben das so eingestellt bei uns, dass er gerade so an den Hindernissen vorbeikommt. Wie man sieht, schafft es auch.